über drei Jahrzehnten hat Deutschland endlich wieder einen Mann im bedeutendsten Rennsportwettbewerb der Welt. Michael Schumacher. Der Aufsteiger aus dem rheinischen Kerpen auf Welttournee. Und zum ersten Mal in Monte Carlo. Ich komme in der Welt rum, das stimmt schon. Und zwar, ich komme meistens an den Flughafen an, wo ich ja hin möchte. Dann steige ich ins Taxi oder in den Mietwagen, fahre auf die Rennstrecke, unterhalte mich mit meinen Ingenieuren, komme dann abends um, weiß ich, zwischen 7 und 9 Uhr ins Hotel, gehe dann noch kurz vor der Essen, dann gehe ich schlafen. Und morgens um zwischen 6 und 7 stehe ich wieder auf. Und dann gehe ich auf die Rennstrecke. Das heißt, ich sehe jedes Mal den Weg von der Rennstrecke zum Hotel und zurück und noch zum Flughafen. Also das ist das, was ich von den Ländern mitbekomme und wo ich mir ein Bild von machen kann. Schon der jugendliche Schumacher raste mit dem Go-Kart zahlreichen Rennsportsiegen entgegen und brachte es bis zum Vizeweltmeister. Seine Karriere begann in Kerpen bei Köln, wo seine Eltern eine Kartbahn unterhalten. Schon als Vierjähriger bekam er vom Vater seinen ersten Minirennwagen und begann im Kreis herumzufahren. Sein Lebensmittelpunkt ist noch immer die rheinische Provinz, hier, wo seine Eltern eine Gastwirtschaft betreiben. Inzwischen kommen immer mehr Leute, um auf der Bahn des berühmten Michael ihre Runden zu drehen. An der Kneipenwand Momentaufnahmen eines rasanten Aufstiegs von der deutschen Provinz in die Rennmetropolen der Welt. Ich bin nicht so fanatisch, ich bin überhaupt kein Motorsportler. Ich habe mehr mit der Natur, ich habe ein Pferd. Oben haben ein schönes Biotop, wo ich Interesse dran habe. Aber Motorsport ist mehr meine Frau, die ist früher auch Kart gefahren. Das ist wahrscheinlich ein Traum gewesen. Er hat ja schon mit 10 Jahren gesagt, ich werde mal Polizist oder Rennfahrer. Angst, gut, passieren schon. Wenn ich dann sehe, wenn er da gegen eine Mauer fährt, das ist natürlich nicht so einfach. Ne? Einmal ist er in Japan, mache ich morgens um 6 Uhr Fernsehen an und sah dann gerade meinen Sohn gegen eine Mauer fahren. Das war natürlich sehr, sehr, da habe ich bald wirklich zu viel gekriegt. Und deshalb ist das, fahren wir auch nie mit einer Rennstrecke, weil das sind wir viel zu nervös für uns, aufgeregt und so. Bevor das so weit war, habe ich mir gedacht, naja, das schafft er nie, weil die finanzielle Grundlage ist nicht vorhanden. Jetzt, wo es so weit ist, hat sich bei mir persönlich, glaube ich, nichts geändert. Ich kann da ja nichts zu sagen, das ist alles so normal geblieben, meiner Meinung nach. Vielleicht verspüre ich das auch ja nicht mehr. Es sei denn, ich komme irgendwo in die Geschäft rein. Die Leute akzeptieren einen jetzt anders oder behandeln einen ein bisschen anders. Das hat schon Vorteile. Wie alt ist er? 8 oder 9 Jahre ungefähr. Älter war er nicht. 1989. Ein Traum wird wahr. Schumacher darf Testfahrer werden bei Mercedes. Das Unternehmen aus Untertürkheim will wieder in den Formel-1-Wettkampf einsteigen. Dazu kooperiert man mit dem Schweizer Rennwagenkonstrukteur Sauber. Mit einem neuen Silberpfeil will Mercedes wieder glorreiche Siege erringen. So wie in den Jahren bis 1955, als man aus dem Motorsport ausstieg. 50.000 Zuschauer beim 39. Targa Florio Rennen auf Sizilien. Der letzte Lauf um die diesjährige Weltmeisterschaft der Rennsportwagen brachte einen neuen großen Erfolg für den Mercedes-Stall. Mit diesem Doppelsieg von Mercedes durch Moss und Fangio verabschiedete sich Daimler-Benz vom Rennsport. 1956 werden die Silberpfeile nicht mehr starten. In Untertürkheim wurden die erfolgreichen Fahrer mit der Brillantennadel ausgezeichnet. Eine große Zeit glanzvoller und oft schwer erkämpfter Siege ist damit abgeschlossen. Michael Schumacher wird vom Mercedes-Rennstall systematisch ausgebildet und auf eine große Rennfahrerkarriere vorbereitet. Erste aufsehenerregende Siege erzielte er in der Formel 3, der zweithöchsten Klasse des internationalen Rennsports. Doch die sieggewohnten Schwaben haben mit ihren neuen Silberpfeilen kein Glück. Immer wieder lassen technische Rückschläge den Stern am Rennsporthimmel sinken. Auch Michael Schumacher bleibt nicht verschont.
das Fahrzeug fest. Also ich glaube schon, dass man Sachen, die passieren sollen, nicht ausweichen kann. Sei es der Tod, sei es Unfälle, was immer. Das sind Lebenserfahrungen, die man machen muss in meinen Augen, die geschehen werden und die man vielleicht zu einem geringen Teil beeinflussen kann, aber in meinen Augen, ich denke nicht, dass man sie beeinflussen kann. Das Formel-1-Projekt der Sauber-Mercedes-Gruppe wird auf Eis gelegt. Michael Schumacher darf von nun an für andere Rennställe Formel-1-Wagen steuern. Es wäre absolut fantastisch gewesen, wenn Mercedes damals in die Formel 1 eingestiegen wäre. Speziell für mich, einen 23-Jährigen, ein Deutscher, in einem Mercedes Formel 1 zu sitzen. Ich glaube, einen größeren Traum könnte es ganz einfach nicht geben. Der Sauberlehrling aus dem Mercedes-Rennstall muss heute alles auf eine Karte setzen. Kampf um die Startplätze im Grand Prix von Monte Carlo. Immer hier feiert der Unsinn seinen Höhepunkt. Alljährlich im Mai zelebriert der Formel-1-Zirkus den Grand Prix von Monaco. Das Steuerparadies wird zum Paradies des Kreisverkehrs. Es sind die Spiele der Reichen und Superreichen, der Schönen und Möchtegern-Schönen. Man trifft sich auf dem flachen Gewässer von Monte Carlo, um Größe zu zeigen und zu sehen, was die anderen zu bieten haben. Luxus ohne Anfang und Ende. Spielzeuge in der Welt der Steuerflüchtlinge und Nimmersatten. Michael Schumachers Welt ist die Straße und die muss er kennenlernen. Mit dem Motorroller fährt er die Rennstrecke von Monte Carlo ab. Erstes Herantasten an den schwierigen Parcours. Schumacher macht sich gerne ein Bild von der Strecke, bevor er sich in den Rennwagen setzt. Es ist Mittwoch, der 27. Mai, Vorabend zum ersten Trainingslauf des Grand Prix. Ich habe die Strecke schon 1989 gesehen, habe sie jetzt eben nochmal mit dem Moped abgefahren. Nochmal einen Eindruck verschafft von verschiedenen Situationen. Aber die richtigen Eindrücke bekommen wir morgen sowieso erst beim Fahren. Über Nacht verwandelt sich die Fluchtburg der Reichen in eine Pilgerstätte für Autofreaks. Am Hafen hat die Formel-1-Karawane ihre Zelte aufgeschlagen. Noch bis in die frühen Morgenstunden werkeln die Techniker der verschiedenen Teams an den überzüchteten Kraftwagen. Schumachers Rennstall Benetton Ford ist mit 3 Formel-1-Wagen angereist. Bis zum Morgen müssen sie startklar sein. Mit einem kleinen Boot wird er abgeholt. Donnerstag, der 28. Mai.